Achtung, Störung! Achtung! Mick! Mick! Dann zum Publikum, zu den Mitstreitern hier. Oh. Jawohl, machen wir uns erst ein bisschen warm, Füße breit. Und los geht's, den Hampelmann! Jetzt wird er ein bisschen schwerer. Ein Fuß kommt nach vorne, ein Fuß ist hinten. Ein Arm geht oben, und zwar der gegenüberliegende Arm. Siehst du, wenn ich das linke Bein vorne habe, nehme ich den rechten Arm. Also nicht hier die gleiche Seite, ne? Sondern den anderen Arm. Und dann wechseln wir. Und wir wechseln. Und wir wechseln die ganze Zeit. Nächste Aufgabe machen wir so. Die Hände sind vor dem Gesicht. Die Füße sind breit. Die Füße gehen hoch und runter. Immer schneller. Immer schneller. Und die Hände boxen nach vorne. Tack, 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 tack. Hände boxen nach vorne. Ja, ich gehe auf diese blaue Matte und dann wollen wir uns hier ein bisschen dehnen, Knie nach außen und der Popo geht runter. Und 1, 2, 3, 4, 5, schön runter, Luca. 6, 7, 8, 9, 1, noch einmal, 1, 2, 3, Puppe runter, Luca, guck mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2. Jetzt geht ein Fuß nach vorne, ein Fuß hinten. Die Hände gehen nach vorne und die Hüfte geht runter. 1, 2, 3, 4. Das haben wir schon mal gemacht. Genau, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2. Und wechsel. Der andere Fuß ist jetzt vorne. Dann kommst du wieder auf deine blaue Matte. Genau, wir brauchen ja immer so einen Abstand, ne? Und ich zeige dich mal aus dieser Perspektive, damit ihr das zu Hause besser sehen könnt. Ne, die Hände kommen neben den Fuß. Okay, und los geht's. Komm, Luca, mach mit. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 12. Okay. Dann die nächste Aufgabe. Wir gehen wieder hier in den Reiterstand. Jetzt wollen wir ein Bein strecken und ein Fuß guckt in die andere Richtung, wie der Buchstabe T. Ne? Wie der T, nur so seitlich. Und dann gehen wir jetzt mal tief runter, bis wir da hinten die Dehnung spüren. Komm wieder hoch und wieder runter. 1, 2, 3. So ist gut, Luca. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Eins, noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und zwei. Jetzt die andere Seite. Ne? Immer wechseln. Und eins, zwei, drei. Einmal schön strecke. Einmal ist angewickelt. Ne? Genau. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins. Noch einmal. Eins, zwei, drei, immer gleiche Seite, ne? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zwei. Okay, so, da hat sich jemand zugeschaltet. Da musst du einmal noch das Mikrofon ausschalten. Bei AJ. Hallo AJ. So, dann gehen wir wieder zurück. Ja, jetzt würden wir uns einmal hinsetzen und mit einem Bein strecken. Ein Bein anwinkeln. Das haben wir schon mal gemacht. Genau, haben wir schon mal gemacht. Die Daumen halten sich so fest. Ne? Und dann gehen wir nach vorne zum Eins, Bein. Zwei. Genau. Drei. Vier. Ja, lass dein Bein schön auf den Boden. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23. Ja, guck mal, das Bein soll nicht so anwinkeln. Ne? Manchmal machst du so, dann geht das Bein nach oben und dann geht das wieder runter. Aber versuch, dass das Bein immer unten bleibt. Ne? Jetzt andere Seite. Jetzt andere Beine. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins, noch einmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 und 2. Sehr gut. Na, dann aufstehen. Als nächstes wollen wir einfach mal die Hände hochnehmen und einfach ein bisschen stretching. Bewegen, bewegen, den ganzen Körper aufwärmen. Den ganzen Körper aufwärmen. So ist gut. Jawohl. Schau mal, wie das bei euch aussieht. Jawohl, das sieht gut aus. AJ, wenn du die Kamera anmachst, dann kann ich dich auch sehen, ne? Filmen tue ich euch nicht. Ich filme nur uns beide. So, ist gut. Ja, klasse. Okay, und Zeit. So, dann Lukas, setz dich mal einmal hier vorne hin. Ich zeige euch kurz, was wir letzte Woche Mittwoch gemacht haben. Das wollen wir nochmal so ein, zwei, dreimal wiederholen. Und dann kommen neue Bewegungen hinzu. Okay? Also, wir haben das so gemacht. Gamsau, Gamsau, Hünjin Dirk, Sioma Bai Jong, Tangir Paksau, Sioma Paksau, Paksau, Kausau, Fansau, Jada, Kausau, Fansau, Jada, Bai Zhong, Wang Yirk, Lao Sa Tso Wang Yirk, Xiong Ma Bai Zhong, Cho Ma Fak Sao, Biu Ji Sao, Biu Ji Sao, Cho Ma Wu Da Zhang Sao, Tang Yirk, Pak Sao, Xiong Ma Pak Sao, Pak Sao, Kao Sao, Fan Sao, Jada, Kao Sao, Fan Sao,
Jatta. Bai Jong. Wang Yu. Lao Sa. So Wang Yu. Xiong Ma Bai Jong. Chong Ma Fax. Biu Ji Sao. Biu Ji Sao. Chong Ma Wu Da Jam Sao. Das haben wir letzte Woche gemacht. Das Video holen wir jetzt alle zusammen hier nochmal. Und danach kommen die neuen Bewegungen. Luca, einmal aufstehen. Du gehst so auf die rote Matte. Und dann machst du mir einfach nach, ne? So gut wie du kannst. Schön aufpassen. Du siehst mich ja auf dem Bildschirm. Und ihr zu Hause seht mich ja auch auf eurem Bildschirm. Achtung, Stellung. Und dann sprecht zu Hause ruhig mit, sag mal, Gamsau. 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 Hün Jin Kirk. Shek Kirk. Bai Jong. Bai Jong. Tang Yok Paksau. Tang Yok Paksau. Siong Ma Paksau. Siong Ma Paksau. Paksau. Kau Sau. Kau Sau. Fan Sau. Fan Sau. Jada. Jada. Kau Sau. Fan Sau. Fanso. Jatta. Jatta. Bai Jong. Bai Jong. Wang Yuk. Wang Yuk. Lao Satsu. Lao Satsu. Wang Yuk. Wang Yuk. Xiong Ma. Chong Ma Fak Sao. Biu Ji Sao. Biu Ji Sao. Chong Ma Wu Da Jam Sao. Tang Ya Pak Sao. Pak Sao. Xiong Ma Pak Sao. Pak Sao. Pak Sao. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Jada. Jada. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Jada. Jada. Bai Zhong. Bai Zhong. Wang Yuk. Wang Yuk. Lao Satsu. Lao Satsu. Wang Yuk. Wang Yuk. Bai Zhong. Bai Zhong. Chong Ma Fak Sao. Chong Ma Fak Sao. Biu Ji Sao. Biu Ji Sao. Biu Ji Sao. Chong Ma Wu Da Jam Sao. Okay. Das waren 32 Bewegungen. Wir wiederholen noch einmal, dann kommen neue Bewegungen hinzu. Fertig machen? Ja. Jetzt brauchst du nicht mehr nachsprechen, sondern nur konzentrieren auf mitmachen. Einmal muss ich hier noch bei Itchy den Ton ausschalten. So. Okay. Bereit? Los geht's. Gamsau. 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 Hün Jin Kirk. Xiong Ma Bai Zhong. Bai Zhong. Tang Yuk Pak Sao. Tang Yuk Pak Sao. Xiong Ma Pak Sao. Xiong Pak Sao. Pak Sao. Pak Sao. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Zha Da. Zha Da. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Zha Da. Zha Da. Bai Zhong. Bai Zhong. Wang Yuk. Wang Yuk. Lao Satsu. Lao Satsu. Wang Yuk. Wang Yuk. Xiong Ma. Chong Ma Fak Sao. Biu Ji Sao. Biu Ji Sao. Chong Ma Wu Da Jam Sao. Jetzt genau das gleiche auf der anderen Seite. Tang Yuk Pak Sao. Xiong Ma Pak Sao. Pak Sao. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Zha Da. Zha Da. Kao Sao. Kao Sao. Fan Sao. Fan Sao. Zha Da. Zha Da. Bai Zhong. Bai Zhong. Wang Yuk. Wang Yuk. Lao Satsu. Lao Satsu. Wang Yuk. Wang Yuk. Xiong Ma Bai Zhong. Chong Ma Fak Sao. Chong Ma Fak Sao. Biu Ji Sao.
Biuji Sao. Choma Wuda Jam Sao. Jetzt kommen die neuen Bewegungen hinzu. Moising Wai Xiong Wu Sao. Xiong Jam Sao Tai Sat. Moising Wai Song Pai Jam. Fan Sao. Pangeng Sao Tai Sat. Se Peng Ma Chang Jam. Pu Pai mit dem linken Fuß Hao Jing hier. Xiong Ma Bai Jong. Jawohl. Jetzt nur die letzten 8 Bewegungen noch einmal. Wir haben gestartet. Hier haben wir zuletzt gestanden. Okay? Jetzt. Moising Wai Xiong Wu Sao. Da gucken wir auf die rechte Hand. Dann gucken wir nach vorne für Xiong Jam Sao Tai Sat. Die Hände bleiben schön oben. Moising Wai Song Pai Jam. Die Finger berühren sich fast. Sie sind ganz tief unten. Da, wo der Unterarm hinzeigt, der Ellenbogen hinzeigt, da schlagen wir Fan Sao. Dann Pang Sao, wir tun so, als würden wir etwas greifen. Tai Sat mit dem hinteren Bein. Seipeng Ma geht tief runter, Chan Zhang, ein Ellbogenschlag. Po Pai mit dem linken Bein nach hinten treten. Guck durch deine Beine durch. Und dann Bai Zhong in die Richtung. Jawohl. Jetzt nochmal alles zusammen. Fertig machen? Ich spreche jetzt alleine, okay? Kannst du merken? Ja. Ich spreche. Du bist leise. Okay? Ja. So, los geht's. Und Gam Sao. Gam Sao. Hün Jing Girk. Xiong Ma Bai Zhong. Tan Girk Pak Sao. Xiong Ma Pak Sao. Pak Sao. Kao Sao. Fan Sao. Zha Da. Kao Sao. Fan Sao. Zha Da, Bai Zhong, Wang Gyeok. Ich spreche. Lao Sa Zhou, Wang Gyeok. Xiong Ma Bai Zhong, Chong Ma Fak Sao, Biu Ji Sao. Schön lang machen den Arm, mach den Arm ganz lang, genau. Chong Ma Wu Da Jump Sao. Jetzt andere Seite alles. Tan Yok Pak Sao. Xiong Ma Pak Sao. Pak Sao. Kao Sao. Fan Sao. Zha Da. Kao Sao. Fan Sao. Zha Da. Bai Zhong. Wang Yok. Lao Sa Zhou. Wang Yok. Xiong Ma Bai Zhong, Chong Ma Fak Sao, Biu Ji Sao, Chong Ma Wu Da Jam Sao, Ngoi Sing Wai Xiong Wu Sao, Xiong Jam Sao Tai Sat, Ngoi Sing Wai Song Pai Jam, Fan Sao, Pan Ming Sao, Tai Sat. Seping Ma Chan Zhan. Po Pai. Hao Jing Kia. Xiong Ma Bai Zhong. In der nächsten Woche machen wir dann die nächsten Bewegungen. Geht dann los mit Chong Ma Bai Zhong, Chong Ma Guai Zhan, Biu Ji Sao, Xiong Ma Biu Ji Sao, Quak Sao, Sao Kun. Toi Ma Bai Zhong, To Ma Pak Da. Und das machen wir erst nächste Woche. Jetzt sollt ihr erstmal diese Sachen üben. Ich lade das Video heute hoch und dann könnt ihr das wiederholen, damit wir nächste Woche neue Bewegungen machen, das hinten dran hängen können. Okay? So, jetzt ein bisschen Krafttraining für den dicken Bauch. Okay, los geht's. Mal sehen, wer von euch das schafft. Wir gehen auf die linke Popobacke. Ein Arm ist vorne. Einer ist hinten
Wir heben die Beine, alle Beine hoch. Öffnen. Und die Beine berühren jetzt den Boden nicht mehr, ne? Lass mal die Beine in der Luft. Wir scheren. Ja, das sieht gut aus, was ihr zu Hause macht. Gut. Ja, Luca. Guck mal, die Beine hängen auf dem Boden. Kannst du besser abstützen. Ja, so ist richtig. Prima. Das sieht gut aus. Mal sehen, wie viele ihr davon schafft. Ja, das sieht gut aus bei euch. Okay, und wechsel auf die andere Popobacke. Jetzt wechseln wir wieder die Popobacke. Eine neue Übung. Wir heben erst ein Bein hoch, dann das zweite Bein und beide wieder runter. Aber wir wollen versuchen, dass die Beine nicht auf den Boden fallen. Hör mal, das soll nicht passieren. Füße bleiben in der Luft. Füße bleiben in der Luft. Nimm die Hände am besten so. Guck mal so, Luca. Hände auf den Boden. Ein Bein hoch. Zweite Bein, Beine wieder runter. Ein hoch, zweiter hoch, Beine wieder runter. So ist gut. Ja, hoch, hoch, Beine runter. Erst geht einer hoch, dann der andere hoch, Beine wieder runter. Prima, jetzt auf der anderen Popobacke. Erst ein Bein hoch, das zweite Bein hoch, Beine runter. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, fünf. Eins, zwei, sechs. Eins, zwei, sieben. Eins, zwei, acht. Eins, zwei, neun und 1, 2 und 10. Prima. Wir wechseln wieder die Popobacke. Neue Übung. Jetzt sollen beide Beine gleichzeitig nach oben. Eine Hand vorne, eine Hand hinten. 1, 2, 3, 4, hoch die Beine, ja. 5, 6, 7, 8, 9, 1, und wenn Luca mehr schafft, machen wir das nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2. Und wechsel, andere Seite. Wir machen das immer von beiden Seiten, ne? Beide Beine nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2. Gut gemacht. Jetzt machen wir das so. Die Füße zeigen zueinander. Jawohl. So. Füße nach oben. Kreuze. Die Hände an die Schläfe. Nicht am Kopf ziehen, an die Schläfe. Jetzt versuchst du mit dem Ellenbogen an den Oberschenkel zu kommen. Auf beiden Seiten gleichzeitig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sieht gut aus zu Hause. 7, 8,
9. 1, noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2. Okay. So, die letzte Übung zeige ich auch von der Seite, da könnt ihr das besser sehen. Die Hände sind ganz lang, kommen unter den Popo. Ihr seht, der Kopf liegt nicht auf dem Boden, sondern ist in der Luft. Die Füße gehen hoch und öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Genau, die Hände bleiben da unten. Auf, zu, auf, zu. Wie beim Hantelmann, ne? Die Beinarbeit. Ja, bleib ruhig unten. So, ist gut. Ja, das sieht gut aus zu Hause. Ich kann noch so hoch kannst du. Und kannst du auch ganz tief? Ja, genau, super. Okay, so, jetzt drehen wir uns einmal. Und machen hier so eine Kobra, ne? Einmal dehnen. Das hast du gut gemacht, Luca. Das habt ihr zu Hause gut gemacht. Wie geht's? Sehr schön. Okay. Einmal nach hinten durchstrecken. Okay. So, jetzt könnt ihr euch das nochmal anschauen, was wir heute gemacht haben. Luca, kommst du einmal hier vorne hin? Setz dich hier auf die blaue Matte ab und guckst mir einmal zu. Und ihr von zu Hause aus auch. Einfach nur noch mal gucken, wie das aussieht, wie ihr das zu Hause dann üben könnt. Auch so von der Geschwindigkeit her. Ne? Das waren die ersten Bewegungen. Das sollt ihr jetzt zu Hause üben. Jeder in seiner Geschwindigkeit natürlich. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder, wenn wir dann neue Bewegungen hinzunehmen. Also, Hausaufgaben für nächste Woche. Luca? Achtungsstellung. Achtungsstellung. Ding. Tschüss Kinder, bis nächste Mal. Wenn ihr wollt, macht ihr eure Lautsprecher jetzt an. Dann können wir noch ein bisschen schnacken. Können wir noch ein bisschen quatschen. Ah, Sophie war am schnellsten.